Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wie heißt es noch gleich so schön, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das sollten sich einige von Ihnen hier vielleicht doch einmal hinter die Ohren schreiben. Was ich damit meine, ganz konkret, wie Sie ja alle eigentlich wissen müssten, hätte der heutige Antrag der Freien Demokraten und die damit verbundene und durchaus wichtige Thematik bereits im letzten Plenum besprochen werden können. Vielen Dank. Der Zeitpunkt wäre perfekt gewesen, denn immerhin fand genau in dieser Woche die bundesweite Aktionswoche für die dringend benötigte Reform des praktischen Jahres statt. Und wie es der Zufall so wollte, war es eben genau der 19.06.2024, also der Tag, an dem Sie der Thematik hier im Plenum die Dringlichkeit abgesprochen haben. Als auch durch Gießen ein Protestzug zog und auf die Belange unserer Medizinstudenten aufmerksam machte. Das müssen Sie sich alle noch mal klar machen. Aber wie können wir es heute für den 19.06. im Plenarprotokoll nachlesen? Zitat Ingo Schon, CDU, wir bezweifeln die Dringlichkeit, weil es keinen Grund gibt, diesen Antrag jetzt dringlich auf die Tagesordnung zu nehmen. Zitat Ende. Eine wirklich tolle Argumentation. Aber ist ja auch verständlich. Aber ist ja auch verständlich, immerhin musste man am besagten Tag ja rechtzeitig zum Fußballspiel der Nationalmannschaft. Dabei ist es doch gerade die Union, die auf Bundesebene im April einen nahezu wesensgleichen Antrag gestellt hat. Warum muss das hier in Hessen eigentlich die FDP für Sie machen, liebe Herren und Damen der CDU? Ja. Gut, nun haben Sie in aller Eile gestern noch einen dringlichen Antrag vorgelegt. Konsequent wäre es aber gewesen, wenn Sie hier im Plenum schon früher an einer Aussprache zur Thematik interessiert gewesen wären. Vor allem auch deswegen, weil der Vorgang in Berlin ja bekannterweise seit April in der Ausschussüberweisung liegt. So wäre es ein schönes Zeichen gewesen, die Kollegen im Bundestag freundlichst von der Länderseite mal an die Wichtigkeit dieser Thematik zu erinnern. Wir halten also fest, die AfD-Fraktion hätte bereits zur letzten Plenarsitzung sehr gerne über dieses sehr wichtige Thema gesprochen. Da sie von der Regierungsfraktion jedoch dagegen waren, machen wir es eben nun heute. Und in der Tat kommt auf unser Gesundheitswesen eine Reihe von Problemen zu. Besonders gravierend sind die Folgen des demografischen Wandels für unsere Sozialsysteme, insbesondere Rente, Pflege und Gesundheit. Ärzte, die schon längst ihren Ruhestand genießen könnten, halten ihren Praxisbetrieb weiterhin aufrecht, da der Nachwuchs fehlt. Dies zeichnet sich besonders im ländlichen Raum ab. Und auch wenn wir hier nur die Landarztquoten haben, wirklich positiv kann und wird sich dieses erst in knapp 10 Jahren auswirken. Die Gründe dafür liegen bei den langen Studienzeiten und der anschließenden Weiterbildung zum Facharzt. Ein weiteres mit dem demografischen Wandel im Zusammenhang stehendes Problem ist der auf uns zukommende Ruhestand der Boomer. Denn der größte Boomer-Jahrgang 1964 wird im Jahrgang 2024 60 Jahre alt. Der Gipfel der sogenannten demografischen Welle erreicht somit Ende 2020er Jahre das Rentenalter. Auch wenn die Medizin sich stetig weiterentwickelt, wird es trotzdem eine sich erhöhende Anzahl von älteren Menschen geben, die ärztliche Hilfe benötigen und oder sogar pflegebedürftig sind. Somit steigt natürlich auch der Bedarf an Humanmedizinern. Um diesen Bedarf zu decken, muss es Anreize für angehende Mediziner geben, diese Tätigkeit auch motiviert ausüben zu wollen. Diese Anreize müssen bereits während des Studiums geschaffen werden. Und dazu gehört auch eine entsprechende Vergütung sowie die Trennung zwischen Fehltagen, Krankheitstagen während des praktischen Jahres im Medizinstudium, wie es bereits von der FDP angesprochen wurde. Deshalb kündigen wir als AfD-Fraktion hier schon mal unsere Zustimmung für den Antrag der FDP an. Vielen Dank.